hier Wertschätzung zu Mietrebel geben, wo wir die ungefähr bekommen haben? Ich glaube, der Runde im ersten. Kommen die sofort im Trupp und versuchen den Schaden zu regulieren, zu sehen, was da passiert ist. Und jetzt werden wir erstmal gucken. Also wir sind schon mal hinten, außer die. Wenn wir erstmal hinten im Hof gucken, ob da jetzt noch irgendwas los ist. Ja, kann nicht fuchsig werden. So, wir haben jetzt also die Kinder aus dem Verkehr genommen. Die haben natürlich Fußball gespielt, wie die Irren. Und Ball konfisziert, Polizei übergeben. Polizei hat gesagt, die kümmern sich drum. Mehr können wir auch nicht machen. Und dann werde ich jetzt sagen, machen wir hier noch kurzes Päuschen und dann können wir weitergehen. Ich bin ja schon den ganzen, sind ja schon den ganzen Tag auf dem Weg hier. Und ja. Da, wo viele Menschen zusammenleben, da ist immer ein kleines Sicherheitsrisiko, aber da gleich ein Sicherheitsdienst einzuführen. Und ich sag mal, so ein leichter Observations, das hat immer so was für mich so was aus der Ostzone war noch mit zu tun. Das stimmt mal. Also bin ich allergisch gegen. Also wir sind hier auf dem Brennpunkt auf der Route 3. Das ist hier die Fahrtstrecke, die den Treumritzner Straße und den Rimsroller Damm verbindet. Wir fahren dauernd irgendwelche Radar rum. Wir warten hier fast jeden Tag, 15 Minuten lang, bis wir irgendeinen Radar kriegen. Die kriegen immer einen. Das ist, kam mir noch nie vor, dass man noch nie nicht erlacht hat. Da ist schon die erste, bleiben Sie mal kurz stehen. Nur da, bleiben Sie mal kurz stehen. Ich habe überhaupt gar keine Zeit. Runter. Ich muss eigentlich wieder Entschuldigung, können Sie mal bitte hier die Fahrt abstellen. Das geht nicht, ich habe keine Zeit. Machen Sie runter, richtig. Und jetzt kommen Sie mal bitte kurz mit. Kommen Sie mal bitte kurz mit. Wissen Sie überhaupt, wie schnell Sie gefahren sind? Kann ich mal bitte umdrehen? Wir fahren wie ein Fahrrad. Einfach ins Licht drehen. Danke, danke. Haben Sie irgendwelche illegalen Substanzen zu sich genommen? Hier ist schon die zweite gewesen, haben Sie es gesehen? Ich krieg die ja nicht alle hin. Mick inspektiert mal kurz das Fahrrad, danke. Haben Sie irgendwelche illegalen Substanzen Nein. genommen? Wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? So schnell wie ein Fahrradfahrer normalerweise fährt. Ich glaube aber nicht auf unserer Route hier. Das kontrollieren wir nämlich hier und wenn hier irgendwas passiert, dann geht jetzt nicht nur auf Sie, auf Ihre Kappe, sondern auch auf meine. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, weil ich gebe Ihnen jetzt eine Verwarnung und ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihr Rücklicht kaputt ist. Nee, das ich glaube nicht. Schon. Mick? Sie sind doch bescheuert, was machen Mick, Sie da mit kommen Sie mal bitte Fahrrad? Kurz. Kommen Sie mal, komm Mick, Sie können komm. Doch nicht einfach mein Fahrrad kaputt machen. Ja, ja, ja. Wir machen jetzt weiter hier. Doch, das klappt alle hier. So reagieren die dann noch. Wir wollen Ihnen eigentlich helfen. Wir haben ja jetzt eine Verwarnung gegeben und einen kleinen Denkzettel. Das muss natürlich mal gemacht werden. Sind ja alle krank hier. Die rasen hier rum. Hunde, Kinder, alte Menschen, alle in Gefahr. Da kriegt das Kotzen. Das macht. Da werde ich richtig fuchsig. Finde ich unmenschlich, sag ich dazu. Unmenschlich! Ja, Freizeit, Familie, Kinder, hab ich nicht.
Brauche ich nicht. Ich bin satt für Leute mit Gefühlen. Habe ich zwar, ich bin nicht ein Mensch, der keine Gefühle hat, aber verstehen Sie, ich bin mit meinem Job verheiratet. Das ist hier 24 Stunden, ist das mein Job, das gehört alles mir. Da draußen alle Leute, meine Kinder, die müssen bewacht werden und aufgezogen werden. So sieht es nämlich aus. Freizeit. Seht ihr hier, das ist meine Freizeit. Und ich mache gerne, nicht wie die anderen Leute hier. In der Zentrale. Ich mache das hier meine Freizeit gerne. Ich würde es auch ohne Geld machen, aber wie soll ich leben?